Wenn du eine echte Frau ignorierst, lernt sie, ohne dich zu lieben. Solange du denken kannst, hat man dir eingeredet, dass du den Unnahbaren spielen musst, wenn du eine Frau abkriegen willst. Du dachtest immer, das sei der einzige Weg, das Herz einer Frau wirklich zu erobern, ihr in die Wäsche und somit unter die Haut zu gehen. Denn schließlich wollen wir alle das, was wir nicht haben können. Und sie ist da keine Ausnahme. Zumindest sollte sie es nicht sein. Diesen Trick hast du schon tausendmal durchgezogen. Du hast so getan, als könnte dich die Frau, mit der du dich triffst, nicht weniger interessieren, bis sie ganz dir gehörte. Und jede von ihnen ist darauf reingefallen. So läuft das. Je mehr du ihr aus dem Weg gehst, desto schneller läuft sie dir hinterher. Wenn sie jeden Tag an deinen Gefühlen zweifeln muss, wird sie ihr Bestes geben, um zu deinem Herzen durchzudringen. Wenn du eiskalt zu ihr bist, wird sie alles tun, damit du sie liebst. Wenn du ihr gemischte Signale gibst, wird sie Stunden oder Tage lang an dich denken und versuchen, diese zu entziffern. Wenn du ganz auf geheimnisvoll machst, wird sie es sich zur Aufgabe machen, dich zu verstehen und jede Facette deiner Persönlichkeit zu erforschen. Wenn du knifflige Psychospielchen mit ihr spielst, wird sie alles tun, um dich für sie zu gewinnen. Wenn du ihre Nachricht auf gelesen lässt, wird sie dir noch eine schreiben, um zu sehen, was passiert ist. Wenn du sie nicht zurückrufst, wird sie dich in aller Panik stalken, nur um herauszufinden, wo du bist und was du so treibst. Wenn du dich mit anderen Frauen triffst, wird sie mit ihnen konkurrieren, bis sie dich ganz für sich allein hat. Wenn du ihr so gut wie keine Aufmerksamkeit gibst, wird sie nicht aufgeben, bis du sie wahrnimmst. Wenn eine Frau nicht weiß, was zwischen euch läuft, wirst du automatisch interessanter. Du wirst zu ihrer Beute und sie gibt nicht auf, bis sie dich gefangen hat. Und dann ist es meistens zu spät. Sie ist schon Hals über Kopf in dich verliebt. Nach all den Anstrengungen, die sie für dich unternommen hat, ist sie bereit, alles zu tun, damit du bei ihr bleibst. Das Ganze ist eigentlich ziemlich einfach. Je mehr du eine Frau ignorierst, desto entschlossener wird sie dir hinterherlaufen. Je mehr Gleichgültigkeit du zeigst, desto größer wird ihr Kampf um dein Herz sein. Doch eines kann ich dir sagen. All das ist nichts als ein Haufen Quatsch, weil es nicht in die Tiefe geht. Du kannst mit dieser Strategie auf nichts aufbauen, wenn du auf eine erfüllte Beziehung aus bist. Dieser Ansatz funktioniert vielleicht bei Frauen, die unsicher sind und die deine Anerkennung brauchen, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Für Frauen, die auf sinnloses Drama stehen und einen Egoschub in Form eines Mannes brauchen. Wenn es aber um eine Frau geht, die selbstbewusst ist, wirst du nur den gegenteiligen Effekt erzielen. Mit diesem Verhalten wirst du sie am Ende verjagen. Denn eine selbstsichere Frau will keine Spielchen. Männer, die es nicht ernst mit ihr meinen und sich nur schwer entscheiden können, turnen sie nicht an. Diese Frau weiß, was und wen sie will, und sie wird sich nicht mit einem Mann zufrieden geben, der sie wie eine Option behandelt. Außerdem hat sie weder die Zeit noch die Energie für die Verfolgungsjagd, die du dir so sehnlich wünschst. Sie steht vielmehr auf Werte wie Liebe, Respekt, Ehrlichkeit und ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn du also diese Frau ignorierst, hilfst du ihr nur, sich an ein Leben ohne dich zu gewöhnen. Du gibst ihr damit die Chance zu lernen, wie sie allein zurechtkommen kann und die Gelegenheit, dich aus ihren Gedanken zu streichen. Du distanzierst dich nur von ihr und hilfst ihr, über dich hinwegzukommen, und das, obwohl du noch da bist. Du machst ihr klar, dass sie nur ihre Zeit mit dir vergeudet, und du gibst dir selbst ein One-Way-Ticket aus ihrem Leben. Diese Frau braucht jemanden, der eine konstante Figur in ihrem Leben ist. Einen Mann, auf den sie sich verlassen kann, ohne sich ständig Gedanken machen zu müssen, ob er sie schon am nächsten Morgen im Stich lassen wird, obwohl er ihr die Welt versprochen hat. Sie braucht einen Lebensgefährten und jemanden, der ihre Existenz bereichert und verschönert,
Was sie allerdings nicht braucht, ist ein Mann, der ihr ihre Energie aussaugt und ihr Leben zu einem Albtraum macht. Eine selbstsichere Frau braucht einen selbstsicheren Mann. Das Letzte, was sie sich wünscht, ist ein Bengel mit stark geschwächtem Selbstwertgefühl, dem sie hinterherlaufen muss, damit er sich mehr Mann fühlt, als er wirklich ist. Abgesehen davon kennt sie ihren Wert, sodass sie sich von dir definitiv nicht erniedrigen und wie einen Hund behandeln lässt. Ja, sie liebt dich von ganzem Herzen, aber das bedeutet nicht, dass sie ihre Würde verlieren wird, nur um deine Unsicherheiten zu tolerieren. So sehr du dieser Frau auch am Herzen liegst, wird sie dich nicht anflehen, ihr etwas zu geben, was sie verdient. Nicht einmal, wenn es um ihr Leben ginge. Und vor allem wird sie nicht geduldig darauf warten, dass du zur Vernunft kommst und einsiehst, dass es an der Zeit ist, dein Verhalten zu ändern. Sei also bitte nicht überrascht, wenn sie dich verlässt, und denk daran, dass du der Grund warst, warum sie gegangen ist. Wenn sie dich abserviert, darfst du nicht vergessen, dass du ihr keine Wahl gelassen hast und dass du sie mit deinem kindischen Verhalten vertrieben hast. Glaub nicht, dass sie zurückkommen wird, und sieh ein, dass dies ihr letzter Abschied ist. Immerhin hat sie dich gewarnt, dass dieser Tag kommen wird und dass du sowohl mit ihren Grenzen als auch mit ihrer Geduld spielst. Sie hat dir immer wieder gesagt, dass du mit dem Mist aufhören sollst, dass du sie mit Respekt behandeln sollst und dich entscheiden musst. Aber du hast mit deinem toxischen Verhalten weitergemacht. Du dachtest, es sei alles nur gespielt, und du warst dir sicher, dass sie für immer zu dir halten und ihre Zeit in dieser Mistsituation verschwenden würde, in die du sie hineingezogen hast. Aber weißt du was? Das wird sie nicht. Du hast ihr beigebracht, ohne dich zu lieben. Also musst du mit den Konsequenzen leben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.